Jo Leute und willkommen zu einem Part von Shakes and Fidget. Heute haben wir den ersten nochmal frohes Neues an euch alle. Und ja, fangen wir ganz normal an. Heute ist was Eigenartiges passiert. Ich habe nämlich schon also heute Nacht angefangen, meine Ahnung ein bisschen zu klicken. Und da ist mir aufgefallen, dass wir einfach Erfahrungswert haben. Ich habe es erstmal auch nicht gecheckt, habe gedacht, das ist ein Bug, aber anscheinend, ich weiß nicht warum, ist heute Erfahrungsevent. Das bedeutet, man kriegt doppelt Erfahrung bei den Quests. Und es ist ja schon ziemlich heftig. Das levelt mich auch noch ordentlich weiter. Als Sammler pushe natürlich auch noch schön weiter. Gucke ich auch gleich, wenn ich hier noch angreife. Hier ein Krieger. Zack, ich habe nämlich alle rausgeschrieben. Genau, die geben mir schön Sachen für Sammelalbum. Es wird dann heute auch noch weiter gepusht. Denke ich mal. Passt das alles? So. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr so gefeiert habt und so im gestrigen Video. Habt ihr es ja irgendwie nett. Ja, anscheinend nicht gesehen oder so, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zu viel zu tun. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr was schreiben würdet. Also, was ihr so gemacht habt, ob ihr viel geknallt habt oder so mit den Böllern. Also, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich habe gestern auch hier im Dungeon sehr viel gelegt, das ist echt geballert. Das wollte ich jetzt zeigen, aber als allererstes. Leute, ihr seht es ja, ich habe ja eine neue Waffe, ne? Gestern eine Quest gemacht. Das war die Quest nach dem Video direkt. Und ich krieg einfach. Bam. Ey, so geil, die Stichflamme. Leute, das ist richtig geil gewesen, ne? Die Stichflamme. Ich lasse mir die mal drin. Dann habe ich noch den bösen Banditen. Danach habe ich eh so viel geklatscht. Noch ein Epic bekommen. Dann hat es mit den Epics wieder ganz gut geklappt. Dann war der abscheuliche Dämon relativ knapp. Das war dann leider. Beim zweiten Try habe ich ihn aber zum Schluss geschafft. Aber auch knapp. Aber egal, geschafft ist geschafft. Der Schattenalligator hat dann auch drei Tries gebraucht. Jo, die waren auch verdammt knapp. Ups. Drei Tries gebraucht, dann war er auch down. Ja, war auch relativ knapp. Ich muss halt einfach gut kritten, meine Spanne ist halt deutlich höher. Und hier habe ich auch nochmal die Maske bekommen, die ich momentan trage. Leider ohne Sockel, aber war trotzdem besser als meine alte. So, in der Festung sieht es auch gut aus. Edelsteine suche ich jetzt noch weiter, weil ich einfach dringend noch welche brauche. Sagen wir es mal so, ich kann einige noch verbessern. Meine stärksten gingen, glaube ich, schon auf 70. 72 war jetzt der beste. Ja, 71. Ja, 72 ist, glaube ich, momentan so das Höchste. Die Ritterhalle wird natürlich auch noch weiter ausgebaut. Wir haben jetzt schon 143. Läuft. Und den nächsten Raid können wir auch heute, denke ich mal, starten. Müssen gucken, wie sich das alles ergibt. Aber ich denke mal, dass es ohne Probleme machbar sein wird. So, Tränke. Genau, Läden. Gucken wir erstmal hier rein. Hier ist ein Ausdauertrank. Den nehme ich mal direkt. Ich hoffe mal immer noch auf den Intrank, Leute. Wir haben noch nie einen Intrank bekommen. Ich kriege immer nur Stärketränke und erneuert mir die auch noch. Ich bin irgendwie nicht so gerade der Lacker hier. Der Ring war auch besser, aber 10 Pilze ist es viel zu viel. Und hier können wir auch noch mal gucken. Hier ist nämlich noch eine richtig nice Schuhe. Mit einem Sockel sind die 100 Pro besser. Deswegen werden die aufgehoben. Ich brauche halt nur ich meine, mit dem Edelstein, Ausdauer-Edelstein. Ja, wenn der 70 hat, sind es 10 weniger Ausdauer, aber dafür 52 mal Int und Rüstung 81. Da merkt ihr es schon, es ist deutlich besser. So, im Dungeon weiß ich gerade echt nicht, was wir machen wollen. Ich glaube, das Ungeheuer oder sogar das Höllenwesen könnte down gehen. Ich weiß nicht, was für ein Level das ist. Und mir fehlt noch eine Spiegelscherbe. Ja. Das Höllenwesen. Ich will es doch mal probieren, weil wir 100 pro Epic bekommen. Ich denke mal, das ist noch zu stark. Ja, Stufe 70, das geht sogar. Wenn er uns nicht crittet und wir jetzt gut raushauen, sieht es eigentlich gerade ganz gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Da habe ich einfach nicht dran gedacht, dass man das angreifen kann. Nein! Als ob, wir haben einfach die Klorolle bekommen, obwohl es 100 pro Epic gibt. Schade. Das ist jetzt echt blöd, aber wir haben den zweiten Dungeon down. Das ist das einzige Positive dran und es gibt sehr viel Gold. Das wird aufgehoben, dann werfe ich auch mal die Steine hier weg. Den Rest hebe ich mir auf fürs Klo, das wird ja so langsam angestrebt. Ich denke mal, dass wir das auch bald haben. Oh, das ist jetzt echt dumm. Mann, jetzt haben wir so einen Kack bekommen. Gut, den Dungeon speichere ich mir. Ich werde die ganzen Bosse haben. Aber zumindest ist ein Dungeon geklärt. Die Erfahrungspunkte sind ja auch gut. Dann level ich jetzt umso schneller. Hier war eine gute Quest. So. Dann gehen wir noch mal kurz erstmal in die Festung. Beziehungsweise erst zum Glücksrad. Drehen unsere 15 Mal. Ich habe wieder gefarmt. Gestern noch. Hoffentlich finden wir heute mal ein paar. Boah, das. Ja, das ist mit anderen Stats wäre es besser. Ein paar andere Sachen, ein paar Pilze würden mich, denke ich mal,
am meisten freuen. Ja, wieder tausendfach Gold, alles klar. Und Stein, Leute. Ja, danke, drei Pilze. Okay, nice. Das ist doch schon mal besser als gar nichts. 25.000 EP, nochmal. Alles klar. Und nochmal drei Pilze. Ja, das ist doch nice. Und nochmal 25.000. Alles klar. Wir haben gerade einfach 70.000 EP bekommen. Weil das Event ja das auch alles verdoppelt. Das ist heftig. Das ist auf jeden Fall heftig. So, warte mal, die lege ich mir so hin. Genau, das wird ja noch ausgerüstet. So. Festung. Ja, da habe ich wie gesagt weitergemacht. Akademie ist schon auf Stufe 5. Also, ja, momentan die Schatzkammer wird erhöht, dass ich wieder ein paar Inventarplatz mehr habe. Und hier ist doch gleich ein richtig heftiger Gegner. Der gibt einfach 3000. Boah, das war echt krass. So, hoffentlich finden wir noch ein paar. Nice. Die kann man wunderbar abfarmen. So kann es weitergehen. Hier auch nochmal schön abgreifen. Bam. Und wir haben einfach volle Lager. Beziehungsweise volle Holzlager. Da kann ich gerade auch nichts machen. Gut, da kann ich heute noch in Ruhe Edelsteine suchen. Ich lasse die auch erstmal auf 1, weil die nur 45 Minuten brauchen. Pro Stein. Und das ist halt einfach erstmal besser, weil ich erstmal viele Steine farmen will. So, dann müssten wir eigentlich, glaube ich, alles gemacht haben. Sie werden, wie gesagt, heute eh nochmal wie jeden Tag eigentlich 300 Alu gespielt. Sagen wir, dass ich bestimmt noch Level 65 erreichen. Und dann können wir die Pets sogar so langsam anstreben. 10 Stufen dann noch. Ja, das müsste auch bald drin sein, die nächsten 5, 6 Tage. Heißt, wir kriegen die noch entspannt. Vielleicht auch die Spiegelscherbe. Es wäre auch ganz gut, wenn ich die heute finde. Ich habe irgendwie die Alu ja schon fast 100 fertig und immer noch nichts bekommen. Aber das ist normal. Die braucht immer am längsten. Gut, dann würde ich sagen, war's das von dem heutigen Video. Wir sehen uns morgen wieder und tschüss Leute, haut rein.